So, bevor wir in Medias Res gehen, möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Frequenztherapie mit Spooky experimenteller Natur ist. So ähnlich wie die Schulmedizin. Wir werden da auch noch ein bisschen drüber reden später. Ich kann hier in diesem Webinar nur so allgemeine Ratschläge als Heilpraktiker geben. Ich beziehe mich mehr auf holistische Medizin. Aber Großberatung im Sinne der allopathischen Medizin oder der Schulmedizin kann und will ich eigentlich gar nicht geben, weil ich der sehr kritisch gegenüberstehe. So, bitte beachten Sie also, dass weder der Hersteller, der Vertreiber noch meine Person für irgendwelche Schäden in Verbindung mit Aussagen oder Geräten, die in diesem Webinar besprochen werden, dass Sie das anerkennen können. Ich werde natürlich gerne am Ende des Webinars Fragen beantworten und ich möchte Sie bitten, die alle in die Q&A, also Questions and Answer Sparte einzutragen, denn die werde ich dann durchgehen und gucken, lassen Sie das bitte nicht im Chat. Außerdem sind persönliche Beratungen am Ende des möglich. Ich werde Ihnen am Ende des Webinars dann auch Hinweise darauf geben, wie das gemacht werden kann. So, ich bin also seit den 70er Jahren in der Medizin tätig, in verschiedenen Rollen, zuletzt als Arzt und habe das Glück gehabt, dass ich schon während meiner Studienzeit und auch nachher während meiner Promotion sehr alternative Methoden kennengelernt habe und anwenden konnte. 1990 bin ich dann nach Neuseeland ausgewandert und habe eine Zeit lang, ein paar Jahre noch als Assistenzarzt in Whakatane im Krankenhaus gearbeitet. Habe dann aber Mitte der 90er Jahre die Medizin, die Schulmedizin verlassen und bin Anfang der 2000er als Heilpraktiker wieder medizinisch tätig geworden. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit Energiemedizin, mit Geräten wie Scanner, Microcurrent Devices, also Microcurrent-Geräte, Kaltlasertherapie. Ich mache Energiescans. Ich betreibe, was bekannt ist unter dem Ausdruck Energiepsychologie, und helfe Leuten, wo ich kann, mit Ändern ihrer Lebensgewohnheiten und so weiter. Und natürlich arbeite ich auch halt eben mit Spooky. Und mein Interesse in der Frequenztherapie ist eigentlich eher, was für einen Effekt, was für eine Auswirkung hat Frequenztherapie mit der technischen Seite. Da verlasse ich mich auf die Techniker, da bin ich auch nicht so sehr bewandert mehr. Ich möchte heute, wie gesagt, über Krebsbehandlung mit Frequenztherapie nach Raymond Rife reden. Möchte Ihnen das Krebsprogramm, das Cancer Program oder Cancer Protocol von David Berg im Detail vorstellen. Es gibt auch ein weiteres von Brian Yamamoto. Ein paar allgemeine Worte zur Krebserkrankung und auch die unterschiedlichen Therapieansätze, die in Spooky diskutiert werden. Und um diese Programme wirklich gut auszunutzen, ist es auch notwendig, dass du Bescheid wirst über Biofeedback, weil man da drei verschiedene Scans unter Umständen machen muss. Was ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, wird wohl sein, dass man die Presets, die vorgegeben sind, editieren muss. Das heißt, man muss die verändern. Das kann man per Hand machen oder das kann man auch mit einem sogenannten Cancer Tool machen. Beide Methoden werde ich vorstellen. Und dann natürlich, was für Hardware man benutzen kann. Und wenn wir über die unterschiedlichen Ansätze sprechen, werde ich auch noch so ein paar reine Heilprogramme vorstellen. Das diskutieren wir aber dann zum Ende des Webinars. So, Raymond Rife, der hatte ja nun das Glück, dass er ein Mikroskop gebaut hatte, an dem er lebende Zellen und Viren und Bakterien beobachten konnte. Er hat gearbeitet mit Frequenzen,
was die heute als Radiowellen bezeichnet werden, für die man eigentlich als Radiobetreiber dann auch eine Lizenz braucht. Und der hat eigentlich relativ wenig mit den Patienten gearbeitet, mehrere Minuten alle 3 Tage. Mit einer Krebsstudie hat er mal 15 Minuten einmal die Woche gemacht und das über 12 Wochen. Es muss auch dazu gesagt werden, dass er keine Behandlung zur Entgiftung gemacht hat, denn damals war das Ganze noch nicht weit genug entwickelt. Heutzutage haben wir natürlich den Nachteil, dass wir keine visuelle Bestätigung haben, weil uns dieses phänomenale Mikroskop nicht zur Verfügung steht, das Raymond Reif gebaut hat. Außerdem muss man in der Frequenztherapien jetzt mit niedrigen Frequenzen als Trägerfrequenzen arbeiten. Das hat dann dazu geführt, dass die ganze Maschinerie etwas umgestellt werden musste, um die hohen Frequenzen dann auch tatsächlich zu kreieren. Und wenn es um Krebserkrankungen geht, wird auch heute eher die Dauerbehandlung empfohlen, die über Wochen oder Monate laufen können und die sich hauptsächlich halt eben mit Entgiftungsprogrammen beschäftigt und mit dem Abtöten irgendwelcher Viren und Bakterien und Parasiten, die als Ursache eine Rolle spielen könnten. Die allopathische Schulmedizin hat ja nur OP, Chemo- und Strahlentherapie als Therapiemöglichkeiten. Und was die wenigsten vielleicht wissen, ist, wenn die von einer Heilung reden, bei einem Krebspatienten, dann reden die davon, dass der Patient 5 Jahre lang überlebt hat. Wenn der am ersten Tag des sechsten Jahres verstirbt, nachdem er monatelang dahingesiecht hat, wird er immer noch als Überlebender gezählt. Und im Jahr 2004 kam diese Studie hier raus. Was kann denn eigentlich zum Beispiel Chemotherapie Gutes tun, wenn es um diese 5-Jahres-Überlebensrate geht? Und hier sind die mageren Ergebnisse. Der Beitrag der Chemotherapie war in Australien 2,3% und in den USA 2,1%. Das heißt also, dass die Ergebnisse äußerst dürftig sind, auch wenn man immer wieder hört, man hätte was Neues gefunden oder so, aber bis das mal irgendwann zur Anwendung kommt, kann natürlich dauern. Wenn man dann mit einer Krebsdiagnose bedacht wird und fragt, was sind dann die Ursachen dafür? Dann werden oft die Gene ins Feld geführt. Ab und zu wird auch gesagt, naja, PG, hast du Pech gehabt. Und wenn jemand halt eben, der viel Alkohol trinkt, mit dem Leberkrebs kommt oder ein Raucher mit dem Lungenkrebs kommt, dann ist das SDS selbst dran schuld. Und die Ergebnisse, die Ursachen werden gar nicht weiter irgendwie besprochen. In der Alternativmedizin lege ich großen Wert darauf, nach den Ursachen zu fahnden, wobei da eine ganze Menge in Frage kommen. Emotionale Probleme, psychische Probleme, die Frage nach dem Sinn des Lebens, das spielt alles eine Rolle bei Krebserkrankungen. Natürlich sind Toxine, Viren, Parasiten, Bakterien das, was wir hauptsächlich mit dem Spooky behandeln. Und auch erfolgreich. Nichtsdestotrotz, man braucht die richtige Nahrung, man braucht genügend und das richtige Wasser. Man braucht Bewegung. Und mit Hilfe von Energiemedizin und Psychologie, die ich auch darunter mit anfassen will, ist es dann möglich, eine nennenswerte Veränderung des Krankheitsbildes zu erreichen. Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Ansätze, auch in der Spooky-Gemeinde. Die einen sagen, man solle die Heilung stimulieren, allgemein entgiften, Organe unterstützen und vor allem das Immunsystem aktivieren. Und die anderen haben dann mehr so eine kriegerische Haltung. Sie wollen was umbringen, sie wollen die Toxine aus dem Körper entfernen. Das ist eine gute Idee.
Viren, Bakterien, Parasiten abtöten und empfehlen, dass die Cancer-Protokolle eigentlich nonstop laufen, bis sich irgendetwas tut. Außerdem gibt es einige, die sagen, man sollte eigentlich die Krebserkrankungen mit Frequenzen zwischen 100 und 300.000 Hertz nur behandeln. Ich konnte das aber wirklich partout nicht nachvollziehen, woher diese Zahlen kommen. Wenn ich es irgendwann rausfinde, gebe ich gerne ein Update. Ich nutze die ganze Bandbreite, die mir die Scans zur Verfügung stellen. So, das Cancer Protocol DB, das ist DB, ist das Namenskürzel für David Burke, kann also gemacht werden mit einem XM-Generator, wenn man nur Kontakt und oder Remote benutzt. Man kann das natürlich mit dem GenX machen, auch Kontakt und Remote. Wenn man Plasma anwenden will, braucht man halt den Spooky Central. Dann kann man die Programme mit Plasma und Remote laufen lassen. Und wer das gerne mit dem Skalar machen möchte, der braucht dann dementsprechend den Skalar. Warum die Unterschiede? Es hängt zusammen mit der Stärke, wie diese Anwendungen funktionieren. Wenn man also eine Remote benutzt, dann muss man eine Frequenz 6 bis 12 Mal am Tag aufspielen und damit es einen Effekt hat. Wenn man mit den Contacts arbeitet, das kann also jetzt auch die PEMF-Spule sein oder die Klebeelektroden, dann sollte man jede Frequenz zweimal am Tag aufspielen. Und beim Plasma und auch beim Skalar reicht es, wenn man das einmal am Tag macht. Sie wissen, dass also jede Frequenz wird 3 Minuten lang gespielt. Und wenn man halt viele Frequenzen hat, dann dauern die Programme dementsprechend länger. Aber ein Remote-Programm zwischen 2 und 4 Stunden, was dann ununterbrochen läuft, über 24 Stunden, gibt uns dann diese gewünschte Zahl. So, ich möchte jetzt mal einfach an dem Beispiel Kontakt und Remote zeigen, wie diese Cancer-Protokolle benutzt werden. Aber alles, was ich hier sage, gilt auch für alle anderen Kombinationsmöglichkeiten. Das kann die PEMF-Spule mit Remote sein. Das kann Plasma mit Remote sein. Das kann Scalar mit Remote sein. Das Prinzip erkläre ich jetzt nur an diesem und alle anderen laufen so ähnlich ab und ich zeige Ihnen wie. So, wenn man also auf der Homepage ist von dem Programm an der Ausgangsseite, dann gibt es hier einen Folder, der heißt Cancer und wenn man den anklickt, dann gibt es hier ein unscheinbar bezeichnetes Unterverzeichnis namens DB und da drin finden wir alle die Presets und Erklärungen, die wir brauchen. Hier ist eine PDF-Datei, die auf einfaches Anklicken in einem separaten Programm sich öffnet und beschreibt also detailliert dieses Cancer-Programm. Allerdings, es ist also auf Englisch und ich habe das also ein paar Mal durchgelesen, bis ich überhaupt kapiert habe, was das wollte. Es war ein bisschen Kuddelmuddel, bis man da durchgeblickt hat. Und deswegen habe ich gedacht, wie kann das jemand, der nicht den ganzen Tag Englisch redet, überhaupt zusammenkriegen? Und das war eigentlich die Motivation, dieses Webinar heute zu halten. Und dann gibt es halt für jegliche Anwendungsmöglichkeiten wie der Spule, den Klebeelektroden, Plasma, Remote und Skalar, gibt es Unterverzeichnisse, in denen man immer wieder die gleichen Programme findet. Wir gucken uns jetzt mal Contact an, wir gucken uns mal Remote an. Wenn ich also auf Contact gehe, dann bin ich hier oben, habe ich angezeigt, ich bin Cancer DB Contact. Und hier finde ich Programme, die man braucht, um diese Cancer-Protokolle laufen zu lassen. 10.01 bis 10.05 ist nochmal eine Entgiftungs ein Entgiftungsprogramm, was dem Terrain-Programm sehr ähnlich ist.
Und die eigentlichen Krebsprogramme, die sind die drei hier, Cancer A, B und C. Und die haben in allen Unterverzeichnissen außer die gleichen Nummern, allerdings einen anderen Buchstaben dafür. M für Coil, R für Remote, P für Plasma, S für Skalar und so weiter. Und das sind die wichtigsten Programme und hier sind zusätzliche Programme, die angewendet werden können. Und dieses letzte hier gehört auch noch zum Protokoll dazu. Wenn wir uns jetzt mal das in Remote angucken, dann gibt es diese ganzen Programme mit R am Anfang. Und an diesen beiden will ich Ihnen das demonstrieren. So, wir haben also eine Phase 1, wenn man mit Kontakt und Remote oder mit, egal mit welcher Kombination arbeitet. Und in dieser Phase werden 5 Presets nacheinander abgespielt. Und die sollen dreimal hintereinander ablaufen. Das heißt, jedes Preset wird dreimal gespielt, beziehungsweise an 3 aufeinanderfolgenden Tagen eingeschaltet. Und parallel dazu laufen die Remote Presets mit den gleichen Nummern. Man kann es laufen lassen mit einem Remote und einem Kontakt. Man kann aber auch zu den Kontakt 2 oder 3 Remotes dazu nehmen, dann laufen Nummer 2 und Nummer 3, die lassen die gleichen Programme laufen, allerdings mit einer zeitlichen Verzögerung von mindestens mal 5 Minuten bis ungefähr 30 Minuten. So, wer jetzt, und das haben ja eigentlich, sollten eigentlich alle machen, die neu mit einem Frequenztherapie arbeiten, mit dem Spooky arbeiten, sollten eigentlich am Anfang alle mal das Terrain-Protokoll laufen lassen. Und wenn das sogar im Kontaktmodus gemacht wurde, dann kann dieser Teil eigentlich nach Angaben von David Berg übersprungen werden und man kann gleich zu den Programmen 6, 7 und 8 durchstarten. So, hier habe ich mal die Tabellen, die in diesem Guide drin sind, etwas modifiziert. Was ich noch eingebaut habe, ist, wie lange laufen eigentlich die Programme? Wie viele Tage sind, haben wir denn eigentlich? Wenn ich also einen Generator habe, auf dem ich Kontakt laufen lasse, dann sitzt man 2 Stunden 43 Minuten an 3 aneinanderfolgenden Tagen am Gerät und lässt sich mit den Klebeelektroden befelden. Gleichzeitig kann man eine Remote laufen lassen mit dem gleichen Programm oder man kann sogar M, die PEMF-Spule laufen lassen. Würde ich die unbedingt nachts laufen lassen? Eher weniger. Ich würde das eher tagsüber machen, aber egal. Das bleibt jedem überlassen. Hat man denn noch 2 Generatoren frei? Dann lässt man dieses R01, was hier auf dem zweiten schon läuft, mit 5 Minuten Verschiebung, mindestens 5 Minuten Verschiebung anlaufen und den dritten mit dem gleichen Programm nochmal 5 Minuten später lässt man die laufen. Das heißt also, wer diese Phase 1 macht, nochmal macht oder zum allerersten Mal macht, der ist erstmal 15 Tage lang, wenn wir einmal am Tag über 3 Tage diese Programme laufen lässt, ist erstmal 15 Tage mit Detox beschäftigt. Die Phase 2, da kommen die Presets 6, 7, das soll eine 8 sein, sorry, Druckfehler, zur Geltung und die laufen wiederum parallel mit den Remote-Programmen der gleichen Nummerierung durch. Aber jetzt müssen erst einmal ein paar Biofeedback-Scans durchgeführt werden. Wir brauchen einen System-Scan oder einen generellen Biofeedback-Scan und wir brauchen ein spezifisches Cancer-Scan, wo untersucht wird, auf was der Tumor reagiert. Außerdem muss man auswählen, was für ein Programm man nehmen müsste und das hängt natürlich davon ab, welche Diagnose man hat. Hat man also einen Blasenkrebs, sucht man ein Programm aus, was spezifisch für Blasenkrebs ist. Ist es für Leberkrebs, dann sucht man halt dementsprechend ein anderes Programm aus.
Es gibt aber auch viele Programme für einen Cancer bei manchen. Und dann empfiehlt es sich, dass man einen Great Scan erstellt. Da kann man nämlich die 10 wichtigsten Frequenzen aus allen Programmen, die zum Beispiel zum Thema Brustkrebs da sind, das wird auch unser Beispiel heute sein, kann man dann halt eben nach Wertigkeit sortieren lassen und die 10 wichtigsten benutzen. Aber vor jedem neuen Preset muss ein System Scan und ein Cancer Scan gemacht werden. Und dann müssen diese Programme eingebaut werden in die bestehenden Presets. Das kann man per Hand machen. Das ist vielleicht für manche zu kompliziert. Wer da nicht sehr versiert ist mit Computern, tut sich da vielleicht schwer. Aber ich zeige es dennoch. Und dann gibt es ein Cancer Tool, das kann man sich kostenlos runterladen. Das muss aber extra runtergeladen und installiert werden. Danach ist es eigentlich ziemlich einfach. Und hat auch noch den Vorteil, dass es die Frequenzen für den System Scan noch etwas optimiert. Aber ich zeige beide Methoden, kann jeder gucken. So, wir sind im Unterverzeichnis CancerDB Contact und schauen uns hier diese drei an. Wenn ich mal eins von denen anklicke, Cancer A, dann fällt hier gleich auf, hier stehen drei Linien, Your Cancer Type, Your Cancer Scan, Your System Scan. Diese drei Presets, das sind Platzhalter. Platzhalter für die Programme, die man erstmal erstellen muss, als Biofeedback-Programme und dann hier einsetzen muss. Wenn ich auf die Programmleiste gehe, dann sehe ich auch, dass diese Programme hier schon geladen sind. Your Cancer Type, Your Cancer Scan, Your System Scan. Und hier in diesem Panel werden wir dann die Editierung vornehmen. Dafür brauchen wir aber erstmal die Biofeedbacks. So, jetzt machen wir mal einen kleinen Schlenker. Gucken uns erstmal Biofeedbacks an. Beziehungsweise, wir gucken uns an, als erstes Cancer Type. Wo kriege ich denn ein Programm her? Na, aus der Datenbank. Und was wir wollen, ist ein Programm, was ungefähr 30 Minuten läuft, denn mit jedem längeren Programm wird auch die Gesamtlaufzeit länger. Also das Cancer A-Programm nach Ansage ist 2 Stunden 42 Minuten. Wenn ich dann aber meine Biofeedback-Scans und meine Cancer Type da rein kopiert habe, dann werden die länger. Das sind die durchschnittlichen Laufzeiten. Das kann mal mehr, das kann mal weniger sein. Und wir müssen natürlich die Cancer Scan und die System Scans machen. Und die werden normalerweise angelegt auch auf 10 Frequenzen nach 3 Minuten. Das sind dann auch 30 Minuten Programm. So viel mehr sollte eigentlich nicht da reinkommen. Sonst wird die Gesamtlaufzeit zu viel. Ich zeige gleich, um wie viel zu viel das werden kann. So, Cancer Type. Wenn wir herausfinden wollen, welchen Cancer Type oder welches Programm wir da einsetzen wollen, dann gehen wir auf Shell Empty Presets. Und dann brauchen wir gar nichts erstmal auszusuchen, weil es ja für viele Programme benutzt werden soll. Lässt man das einfach offen und geht auf die Programmleiste. Und jetzt machen wir mal ein Beispiel für Blasenkrebs. Dann schreibe ich hier oben rein, Bladder Cancer. Natürlich auch blöd, manche Namen sind dann auch schwierig zu finden oder so, aber da kann man helfen, das ist kein Problem. So, dann finde ich hier unter 12 Programmen 1, 2, 3, 4, 5, 6, die direkt was mit Blase zu tun haben. Und das, was am genauesten passt, ist Bladder Cancer, ist auch 30 Minuten lang. Wenn ich das so unterlegt habe, kann ich mit der Plus-Taste das runterbringen in Loaded Programs. Das ist jetzt ein bisschen größer, vergrößert. Und ich kann mir jetzt überlegen, okay, will ich
mit der Hand editieren oder möchte ich dieses Cancer Tool benutzen? Wenn ich das Cancer Tool benutzen will, dann brauche ich ein Preset. Das heißt, wenn ich das so eingestellt habe, Programms, das ist hier unten drin geladen, dann gehe ich zurück auf die Preset-Leiste und dann benutze ich diese blaue Ikone, um dieses Programm mit einer leeren Hülle zu speichern. Dann geht ein Windows-Fenster auf und dort kann ich dann einen Namen reinschreiben. Was ich dringend empfehle ist, schreibt gleich rein, was es ist, Cancer Type. Das ist nämlich das, wie das in den Presets immer heißt. Das würde ich also verwenden mit den Worten Cancer Type. Dann würde ich einen Namen dahin schreiben oder Initialen und dann, dass es um Blasenkrebs geht. Und das speichere ich dann. Und wenn ich das gespeichert habe und hier auf meine Custom Programs gehe, dann ist hier ein Preset gespeichert mit dem Namen Cancer Type XYZ Letter Date. Wenn ich jetzt das gleiche mal probiere für Brustkrebs, schreibe ich hier rein Breast Cancer. Da habe ich zwar 130 Programme hier, die sich auftun, sind aber nur drei da, die so direkt irgendwas mit Krankheit zu tun haben. Das sind also mehr Medikamente bzw. die Frequenzen nach dem Molekulargewicht. Und hier ist ein Programm, das ist auch 30 Minuten lang. Das kann ich dann genauso mit dem Pluszeichen hier runter in Loaded Programm gehen und kann zurückgehen auf Presets und kann das speichern. Und dann habe ich hier ein Programm, das heißt Cancer Type. Jetzt habe ich einen anderen Namen, ABC, Breast. Und dann würde ich immer das Datum dazu schreiben, dass man das auf einen Blick sieht. Und da muss man, finde ich, genau sein mit der Protokollierung, dass ihr wisst, was habe ich da gemacht, wie heißt es, wo ist es zu finden und so weiter. Das würde ich mir also immer gut notieren, wie ich die Programme genannt habe oder die Presets, damit man hinterher auch weiß, ah ja, das ist das. Ich habe jetzt hier mal aufgeräumt bei mir, hier waren zig Programme drin gewesen und Presets, aber um das zu zeigen, habe ich hier mal ein bisschen klar Schiff gemacht. Aber bei den meisten Leuten stehen da unheimlich viele Presets, der man kommt schnell durcheinander. Wenn ich jetzt nach Brustkrebs suche und einfach nur Brust, also Breast reinschreibe, in meine Suchfunktion habe ich plötzlich 196 verschiedene Programme und das sind eine ganze Menge, die auch was direkt mit Brusterkrankungen zu tun haben. Und da finde ich doch tatsächlich sechs Programme, Cancer Breast 1 bis 5, und da ist nochmal eine zweite 5, ist aber was anderes, wie man hier sieht. Und da habe ich jetzt hier plötzlich sechs Programme. Wenn ich die alle in mein Programm hier runterlade, dann zeigt mir hier unten das Programm, die Software an, dass die alleine 4 Stunden und 18 Minuten laufen. Die würden also dazukommen zu den 3, 4 Stunden oder 2, 3 Stunden, die man vorher schon hat. Das heißt also, man sitzt dann an dem Gerät mit den Klebeelektroden für irgendwas zwischen 6, 7 Stunden. Die Frage ist, ob man das machen will. Aber es gibt einen Weg drumherum, wenn man nämlich hier die Frequenzen dieser sechs Programme, das sind also 120, 240, 258 Minuten, die das läuft, jede Frequenz läuft 3 Minuten, sind also 86 Frequenzen, ob man die alle 86 laufen lassen will oder ob man mit Hilfe eines Great Scan herausfindet, welche von diesen 86 sind denn die 10 wichtigsten, und dann nehme ich die. Und wenn man die nimmt, 10 Frequenzen, a 3 Minuten, hat man ein Halbstundenprogramm statt 4 Stunden 18. So, wie macht man das? Wir gehen auf
die Biofeedback in den Biofeedback-Folder. Wir gehen zum Generator X und wir suchen das Preset Grade Scan. Das Ganze gibt es auch für den XM, aber da sage ich gleich noch was dazu. Man kann beide benutzen, allerdings für den XM braucht man halt eben einen Spooky Pulse, aber da kommt gleich noch mehr dazu. So, Grade Scan. Jetzt machen wir mal wieder einen Einschnitt kurz, weil was braucht man eigentlich an Hardware, um diese ganzen Biofeedback-Scans und Grade-Scans zu machen? Man braucht natürlich die Tensorelektroden und für den XM, wie gesagt, den Spooky Pulse, denn der XM macht eine Bestimmung der Wichtigkeit der Frequenzen nach Hertz. Ratenvariabilität. Der Generator X ist da ein bisschen komfortabler. Der kann nämlich nach Stromstärke und Phasenwinkel direkt bestimmen, welches die wichtigsten Frequenzen sind. Und die dritte Möglichkeit ist natürlich, es gibt noch einen Sample Digitizer. Der ist natürlich gut für Bluterkrankungen. Kann aber auch natürlich für Sputum und für Urinuntersuchungen herangezogen werden. Aber Bluterkrankungen, maligne Bluterkrankungen macht man am besten im Sample Digitized. So, wo platziert man dann überhaupt mal diese Elektroden, diese Klebeelektroden? Die gelben hier, das wäre die Position um den Nabel herum, um einen System Scan oder einen generellen Scan mit dem Generator X zu machen. Die grünen hier, rechtes Handgelenk, linkes Fußgelenk, das ist die Position für den MX-Generator. Und die roten sind alle für die Cancer Scans. So, hier oben zum Beispiel, auf der Schulter würde man die Elektroden kleben, wenn man ein Karzinom im Halsbereich oder im Kopfbereich hat. Nicht höher als diese Linie. Wer ein Magenkarzinom hat oder Pankreas, der würde hier bzw. ein bisschen weiter rüber die zwei Elektroden dicht bei dicht kleben. Wer Blasen- oder Prostatakarzinom hat, würde hier untersuchen. Das wäre für einen rechten Nierentumor und das hier für zum Beispiel ein Sarkom im Knie. Das heißt, ein genereller Scan mit dem Generator X unterscheidet sich von einem Cancer Scan nur in der Position der Elektroden. Von der Software ist es genau das gleiche. Aber es sind zwei verschiedene Programme, die wir erstellen. So, hier ist der XM und hier sind die Klebeelektroden, die also positioniert werden, wie eben gezeigt. Allerdings, man braucht hier den Spooky Pulse dazu, Spooky Pulse. Und die gibt es auch in verschiedenen Variationen. Das hier ist eine Fingerkuppenelektrode, da gibt es aber auch einen Ohrclip für, je nachdem, was man hat. Und das ist halt die Version mit dem Generator X. Wer übrigens eine Baseline machen will, wenn ihr ein paar alte Klebeelektroden habt, klebt die zusammen. Damit kann man das Baseline machen. Die würde ich mir auch aufheben, weil hinterher kriegt man die kaum auseinander. Und die solltet ihr euch in die Schublade legen, wann immer ihr einen Baseline-Scan machen wollt. Und das ist die Konfiguration, Hardware-Konfiguration mit dem Sample Digitizer, der hier angeschlossen ist. Die Probe, Sputum, Eiter, Exudat, Blut kommt hier auf die schwarze Fläche. Das ist die Innenseite. Das ist der Deckel, der sieht genauso aus, aber das ist die Außenseite, wird da draufgelegt, eingespannt, eingeklemmt und dann ist der Sample Digitizer fertig zum Laufen. So, das war die Hardware. Jetzt zurück zum Grade Scan. Wir haben also hier Grade Scan angeklickt. Wie gesagt, unter Biofeedback Generator X Grade Scan.
Jetzt gehen wir auf die Programmleiste und hier haben wir unsere 6 Programme. Die müssen wir natürlich hier reinladen. Dann gehen wir auf den Control und überschreiben mit, klicken hier Override Generator an. Und ich will das Ganze jetzt auf dem Generator 6 laufen lassen. Und dann erscheinen diese Programme natürlich hier drin. Jetzt haben wir hier 4 Stunden 18 als Laufzeit. Hier unten haben wir 2 Stunden 6, 12 Stunden 12 Minuten 56 als Laufzeit. 12 Minuten 56 Sekunden als Laufzeit, aber in Wirklichkeit ist das Ganze viel kürzer. Das dauert nämlich nur 2-3 Minuten. So, wenn man einen Grade Scan macht, dann ist hier meistens eine 0 angegeben. Weil, was bedeutet die 0? Hier sind 86 Frequenzen. Und die werden jetzt alle der Reihe nach aufgeführt nach ihrer Wichtigkeit. Und das heißt also, mein Maximum Hits to Find ist 86. Wenn ich das aber von vornherein beschränke und sage, ich will 10 haben oder ich will 20 haben, dann sollte man das hier reinschreiben. Was man auch reinschreiben sollte, und das habe ich am Anfang sehr bedauert, dass ich das nie richtig gemacht habe, dass man den Namen hier korrekt reinschreibt und was es ist. Hier habe ich reingeschrieben ABC Cancer. Das ist aber verkehrt. Ich will ja einen Graded Scan machen. Also sollte da stehen ABC Cancer Breast oder Cancer Type, weil es ja eigentlich darum geht. Würde dazu schreiben, dass es um Brustkrebs geht und über den Datum, das Datum braucht man nicht, das macht er selber rein. Würde aber dazu schreiben, dass es ein Graded Scan ist, damit man das hinterher auch wieder erkennt. So, wenn man dann auf Scan drückt, dann verändern sich die Farben hier. Der bleibt zart rosa, da läuft nämlich nichts auf dem Generator, der ist gar nicht in Betrieb. Der läuft zwar, aber es läuft kein Programm drauf. Das scannende Generator wird lila und die anderen werden gelb. Die waren ja vorher grün gewesen. Ich gehe nochmal zurück. Hier, die waren schön grün, die waren am Arbeiten, die haben was gemacht. Und plötzlich sind die auf gelb, weil wenn man einen Biofeedback-Scan machen will, sollten alle anderen Generatoren auf Pause gestellt werden. Das kann man natürlich manuell machen. Aber man kann es auch anders machen. Zeige ich gleich. Hier habe ich eingetragen, ich will 20 Hits haben. Und mit den Farben hier, mit den Einstellungen, die macht man in das System. Ich weiß nicht, ob das standardmäßig schon angeklickt ist. Vielleicht, wenn nicht, hier gibt es also eine Schaltfläche. Post Generators during BFB. Damit könnt ihr das so einstellen, dass das automatisch passiert. Da muss niemand irgendwas manuell stoppen. Und wenn das Scan vorbei ist, dann schalten die sich auch automatisch wieder ein. So, wenn das Scan fertig ist, was sage und schreibe, 2 Minuten 38 Sekunden gedauert hat, dann habe ich hier meine 20 Frequenzen, weil ich ja reingeschrieben hatte, ich wollte 20 haben. Hätte ich das auf eine 0 gelassen, hätte ich hier eine Liste von 86 Frequenzen. Und hier oben kann ich die speichern. Noch ein kurzes Wort hier, diese Nummern dahinter, da wurde ich im letzten Webinar gefragt und da habe ich irgendwie auf der Leitung gestanden. Also hier, diese Nummern, die geben die Wichtigkeit an. Je höher die Nummer ist, umso höher ist der Rank bei den Top-Hits. In diesem Fall hier wird der Stromstärke untersucht. Wenn man hier Angle angekündigt benutzt hätte im Scan, dann wären das Winkeldifferenzen hier in Prozenten ausgedrückt. Und wer den MX benutzt, dann sind es die Unterschiede der Heart Rate Variability, des HRV-Wertes, die da angezeigt werden. Also die geben die Wertung ab. Und jede
Zahl, die größer ist als 0, ist als Hit zu bezeichnen. So, nachdem ich also, ich gehe nochmal zurück, nachdem ich also hier auf den Save-Knopf gedrückt habe, geht dieses Fenster auf. So, wenn ihr euch erinnern könnt, in meinem Log habe ich reingeschrieben ABC Cancer. Und das Programm selber macht mir BFB davor als Name, ABC Cancer, das hatte ich reingeschrieben. Und dann hatte ich gedacht, na, jetzt bist du besonders schlau, du hast ja vergessen, Type Breast Great Scan da reinzuschreiben. Schreibst es jetzt da rein, und speicherst es dann. Das ist aber ein Fehler, weil diese Namen hier, die werden nicht übernommen im System. Man muss es von vornherein richtig reinschreiben, sonst geht das verloren. Und dann klickt man hier auf Speichern und dann erscheint das, wenn man in der Datenbank BFB nachschaut, hier unten. Hier habe ich übrigens auf das Minuszeichen gedrückt, da waren alle Datenbanken abgestellt. Und dann habe ich auf BFB geklickt und dann kommen alle meine BFB-Scans hier an. Sollte das nicht da zu finden sein, hier oben gibt es unter Database eine Funktion, die heißt Refresh Database. Wenn man da mal kurz drauf drückt, dann kommt es auf jeden Fall. So, damit haben wir also jetzt einen Grade Scan erstellt für Brustkrebs aus diesen sechs Programmen. Jetzt müssen wir das speichern. Hier ist es im Programm, hier ist es geladen. Jetzt gehen wir auf Presets und da ist es nochmal zu sehen. Und dann speichern wir das hier wieder mit diesem Knopf. Und dann habe ich hier Cancer Type, ABC Breast Graded Scan. Das ist also die Quintessenz aus 86 Frequenzen. Und das hier wäre eine Variation davon, dieses 30-minütige Programm, was schon im Programm Folder zu finden war, in der Database. So, der System Scan ist etwas einfacher. Man geht auf Biofeedback, Generator X, und wir machen jetzt einen General Feedback Scan. Das ist hier. Wenn ich da draufklicke und auf die Kontrollleiste gehe, dann wird hier automatisch reingeschrieben 10 Maximum Hits. Dann sollte man den Namen reinschreiben, lässt es scannen. Wenn das Ergebnis kommt, bekomme ich hier 10 Frequenzen, die ich hier oben mit Druck auf diese Schaltfläche speichern kann. Und das Gleiche macht man mit dem Cancer Scan. Das ist dieselbe Software-Einstellung. Nur die Tenselektroden sind halt eben jetzt in der Nähe des Tumors platziert. So, wir haben jetzt also ein paar BFBs erstellt mit diesem Namen und wir haben ein Preset erstellt, wo einfach nur dieses einfache Programm von der Database übernommen worden ist und hier kann man entscheiden, nimmt man das oder nimmt man das. So, dann wird das editiert. Per Hand erstmal. Im Unterverzeichnis CancerDB Contact haben wir ja unser Preset, was wir editieren wollen. 1006 Cancer A. Das hier muss verändert werden. Das macht man in der Programmleiste. Hier, die drei müssen raus und dafür müssen diese drei hier eingefügt werden. System Scan, Cancer Scan, Cancer Type. Wenn man die anklickt und mit der Plus-Taste, kann man die hier unten anfügen. Allerdings, sie sollen irgendwo da oben hin. Da sieht man gerade noch Use System Scanner Results. Da sollte eigentlich dieses sitzen. Dazu benutzt man hier diese blauen Pfeile und bringt diese Programme von unten mit Klick, Klick, Klick. Also das geht ganz nach oben, das geht nur Schritt für Schritt nach oben. Die platziere ich jetzt über diesen Platzhalter. Also hier habe ich Cancer Type, steht über Your Cancer Type. Cancer Scan steht über Cancer Scan Results.
Und System Scan steht über System Scan Result. Und dann mit Doppelklicken auf Your System, Your Cancer und Your Cancer hier verschwinden die anderen Programme, die Platzhalter sind dann weg. Und jetzt habe ich die Dinge da drin, die ich haben will, um das Programm laufen zu lassen. Und dann geht man unter Presets und speichert es. Und es sind ja Presets, die wir da bearbeiten. Und dann müssen wir dem Kind einen Namen geben. Hier ist 10.06 Cancer A, so hieß es vorher. Jetzt schreiben wir aber noch dazu, von wem es ist. Ich schreibe meistens, ich nummeriere die durch, weil wir die mehrfach machen müssen. Ich schreibe auch immer das Datum dazu, damit ich ungefähr weiß, wo ich bin und das auch nachvollziehen kann und drücke auf Speichern. Und wenn ich jetzt hier unter meinen Custom Presets nachschaue, dann habe ich hier ein Programm, das heißt 10.06, Cancer A, ABC Nummer 1 und das Datum dazu. Und hier sehe ich, dass meine Programme ordnungsgemäß eingefügt sind. Aber um das Programm laufen zu lassen, wollten wir ja nicht nur ein Kontakt-Preset haben, sondern wir wollen auch ein Remote-Preset haben. Also gehen wir jetzt in den Unterverzeichnis Remote, suchen uns Cancer A aus und hier muss ich jetzt nur zwei Sachen ersetzen, nämlich den Cancer Scan und den System Scan. Dann lade ich mir die, das sind die gleichen, die wir gerade gemacht haben. Tue die hier unten rein, schiebe die an die richtige Stelle, schmeiße die Platzhalter raus, gehe wieder auf Presets und speichere die unter dem Namen R06 Cancer A und wieder der Name dazu. Und dann habe ich in meinem Customs-Verzeichnis jetzt zwei, R06 und C06. Und ich nenne die Nummer 1. Denn im Laufe der Zeit, weil man ja diese Programme über Wochen laufen lässt und immer wieder Scans machen muss, kriege ich dann also Presets hier gelistet, die heißen C07 und R07. Und im ersten Durchgang nenne ich die alle Nummer 1 und im zweiten Durchgang nenne ich die dann Nummer 2, damit ich die voneinander unterscheiden kann. Und im fünften Durchgang wäre das Nummer 5. So, das Ganze ist natürlich ziemlich aufwendig, dass man diese Dinger editieren muss. Für manche ist das piepe einfach. Für andere Leute ist es vielleicht nicht so einfach. Jetzt kommt hier die einfachere Version. Man muss immer noch die Scans machen. Und man muss ja immer noch sauber speichern und gute Namen da einfügen. Und dann kann man auf dieser Webseite spooky2tools.com den Cancer Tool runterladen. Hier sind die Download-Links. Da ist auch eine Erklärung dabei, allerdings in Englisch. Und wenn man das installiert hat, dann hat man auf seinem Desktop irgendwo diese Ikone Cancer Tool. Wenn ich die jetzt benutze, dann geht so ein relativ kleines Fenster auf, das ist kleiner eigentlich als das, was ich hier habe. Und das ist das ganze Programm. Da gibt es allerdings hier oben unter File kann man Präferenzen einstellen. Da kann ich jetzt zum Beispiel einstellen, dass ich für jedes dieser Programme, die hier jetzt gleich eingefügt werden, und das sind unsere Biofeedback-Programme bzw. die Cancer-Type-Programme, dass ich da nur 10 Frequenzen jeweils haben will, sodass das Programm beschränkt ist auf 30 Minuten. Und dann schreiben wir auch noch den Namen dazu. Damit man weiß, für wen das ist. Und dann kann man hier einstellen, welche Presets will ich denn eigentlich haben? Ja, wir haben jetzt Contact und Remote, habe ich mal hier angekreuzt als Beispiel, weil wir die beiden Sachen jetzt eben durchgegangen sind. Aber Coil, Laser, Plasma, Scalar kann auch angekreuzt werden. Und dann kriegt man eben mehr von diesen Presets. Und ich zeige das gleich. Dann speichert man das. Und jetzt mit Klicken auf diesen Pfeil
könnt ihr für den Full Scan euer System Scan anklicken und dann steht ihr hier drin. Mit Klick hier drauf kommt ihr in das BFB-Verzeichnis, wo ihr euer Cancer Scan anklickt. Dann erscheint es hier. Wenn ihr hier drauf drückt, wird er in eurem Custom Database bzw. im Biofeedback-Dings Verzeichnis den Cancer Type, der per Grade Scan erstellt worden ist, finden. Hier steht nochmal, dass es 10 Hits sind, der Name, Build Presets. Und dann, wenn ihr in eurem Preset-Custom-Verzeichnis nachschaut, habt ihr plötzlich einen extra Folder, der ist automatisch angelegt, der heißt Cancer. Wenn er da rein wird, ich habe jetzt also angekreuzt für die Spule, für Kontakt, für Plasma, für Remote, für Scalar, soll er mir die Presets erstellen. Laser habe ich mir gespart. Und wenn ich jetzt mal nachgucke, was da jetzt so drin ist, wenn ich jetzt also reingehe in dieses Unterverzeichnis, dann steht da ABC 1006 Cancer ABD. Das heißt, hier ist das fertige Programm mit euren Biofeedback-Scans bzw. Cancer Types. Der Nachteil ist, dass in dem Programm 1007, was erst in einer Woche starten soll, steht das Gleiche drin. Das heißt aber nicht, dass ihr in einer Woche dieses Programm nehmen könnt. In einer Woche macht er dasselbe nochmal. Biofeedback-Scans, benutzt das Cancer-Tool und bekommt dann überschreibt er diese ganzen und dann habt ihr aber das Richtige für die zweite Woche und dementsprechend eine Woche später nochmal für die dritte Woche. Und dann immer wieder Scans gemacht. So, also das Wichtigste ist, wenn ihr Biofeedback-Scans oder Grade-Scans macht, dass ihr wirklich hier den Namen richtig reinschreibt, damit ihr das wiederfindet. Und auch dieses hier, Winkel, Phasenwinkel, Stromstärke oder beides, braucht ihr euch eigentlich auch nicht großen Kopf zu zerbrechen, denn das steht standardmäßig auf Stromstärke. Das Programm, das Cancer Tool von Brian Yamamoto, macht eine Optimisierung, wie heißt das jetzt auf Deutsch? Optimization. Ja, das verbessert das halt eben so, dass das funktioniert und findet da die besten Frequenzen raus. Aber das, der Name, wenn er nichts mitnimmt, das ist wichtig. Das ist dermaßen ein Durcheinander, weil nämlich die Software die Programme in unterschiedlicher Art und Weise abspeichert. Und ja, da kann man also verloren gehen. So. Man sieht halt eben nur einen Teil. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel gemacht. DEF System Scan heißt eigentlich System Scan Nummer 1. Und die Software macht dann halt den Namen da draußen. Da könnt ihr es wirklich gut mit identifizieren. Oder diesen Namen. Und wenn ihr einen Graded Scan habt, das habe ich mal eins gemacht für Prostata, mit 64 Frequenzen, dann findet ihr die Dinger auch wieder. Ansonsten, wenn ihr da das nicht richtig macht, dann ist das natürlich schwierig. Hier habe ich auch mal einen Graded Scan gemacht, wo ich angegeben habe, es sollen alle 64 getestet werden, alle 64 Frequenzen getestet werden. Und wenn ihr das Cancer Tool benutzt, dann schneidet ihr euch das runter auf die Größe, die ihr haben wollt. Wie im Beispiel gezeigt war das mit Z. So, das heißt, Phase 2 läuft jetzt so, wir haben die Scans gemacht, wir haben die eingebaut und jetzt soll 6 Tage lang oder 6 Mal hintereinander das Programm C06 laufen, parallel mit R06 oder M06, wie ihr wollt. Und wie gesagt, wenn ihr mehr Scanner habt, mehr Generatoren habt, dann könnt ihr die auch noch zusätzlich mit Zeitverzögerung laufen lassen. Das heißt, man sitzt einmal am Tag für 3,5 Stunden. In der zweiten Woche, nachdem man neue Scans gemacht hat und die neu eingebaut hat, sitzt man fast 4 Stunden. In der dritten Woche mehr als 4 Stunden. Das Ganze geht dann über 18 Tage.
Und dann, Tag 19 bis 21, sollte man nachts ein 7-stündiges Programm mit Kontakt laufen lassen. Das heißt, der Generator muss nachher am Bett stehen und der Computer, ihr müsst aufpassen, dass er, wenn er nachts wach werde, nicht vergisst, dass er am Kabel hängt. Und dementsprechend kann das auch über die Remote laufen. Das sind dann nochmal drei aufeinanderfolgende Tage. Und dann fängt die ganze Chose von vorne an. Aber immer wieder neue Scans machen. Möglicherweise die Krebsart, die Cancer Type Programme, die können dieselben bleiben, aber die Biofeedback Scans müssen wiederholt werden. Und das macht man dann so lang, bis der Tumor aufgibt. Hier habe ich jetzt mal eingefügt die Tabellen nochmal, wie das ist, wenn man nur zwei Generatoren hat. Da macht man halt den Kontakt. Und dann, wenn der Kontakt-Session rum ist, nach 3, 4 Stunden, dann schließt man halt eben da eine Remote an und lässt die laufen. Die läuft dann 4 Stunden mit 4 Stunden Verspätung zu der, die schon von vornherein läuft. Aber das ist völlig okay. Und hier sind nochmal wie oft man das wiederholen soll. Und das übersetze ich in Tage. Das kann aber auch anders sein. Da sprechen wir gleich noch drüber. Das ist also die Phase 1 und das wären dann die Phase 2 mit zwei Generatoren. Ich tue die hier rein, wer die PDF-File von den Slides haben will, der hat das. Dann ist aber auch in dieser Beschreibung des Programms auch nochmal mit drin. Aber ich hoffe, dass das jetzt anfängt, Sinn zu machen. Wie ich nämlich das erste Mal da drauf geguckt habe, war ich etwas, ja, es kann einen ein bisschen aus der Bahn werfen. So, das ist also mit vier Generatoren die Terrainphase und Phase 2 mit vier Generatoren. Dann gibt es noch ein Schema für Plasma mit einem Generator oder mit einem weiteren. Auch das ist für Plasma und das gleiche gibt es dann nochmal für NS, für Skalar. Dann kann man die auch laufen lassen. So, jetzt kommt natürlich die große Frage, ist das alles so sinnvoll, sich dermaßen zu stressen? Oder sagen wir so, für manche Leute ist es ein Stress, für andere eben weniger. Wenn es ein Stress ist, kann man zum Beispiel die Abstände der Therapie vergrößern. Macht man es nicht jeden Tag, macht man es vielleicht jeden zweiten Tag. Damit dehnt sich natürlich das ganze Therapieprogramm aus, aber es ist okay, es soll einem ja auch einigermaßen gut gehen. Man kann aber auch die Voltzahl reduzieren und man kann zwischendrin Heilprogramme laufen lassen. Pausieren, das alle 2 Tage machen, ist einfach. Wie reduziert man die Voltzahl? Wenn das Preset geladen ist, dann kann man unter Settings oben links in der Ecke dieses Felds sehen, Signal Settings, wo die Amplitude, in dem Fall hier bei diesem Preset, auf 20 Volt gesetzt ist. Da kann ich aber mit dem Cursor reingehen und kann die Zahl reduzieren, wenn mir das Ganze zu stark erscheint. Und wenn ich mit 18 Volt immer noch Probleme habe, kann ich es weiter reduzieren auf 15 Volt. So lange, bis man etwas findet, einen Wert findet, der einem angenehm ist. Man soll etwas spüren, ja, aber man soll nicht total neben der Spur sein. Jede Behandlung ist ja eine oder produziert eine Heilungsreaktion. Das will man ja. Aber wenn die Heilungsreaktion schlimmer ist, sodass man also wirklich sich kaum auf den Beinen halten kann, grippeähnliche Symptome hat, alle Glieder tun einem weh, die Gelenke tun einem weh, Kopfschmerzen, Kopfhaus, was, obwohl man halt ausreichend trinkt, denn damit kann man das reduzieren, dann muss man halt eben andere Wege gehen und zum Beispiel die Voltzahl reduzieren oder die Zeitabstände vergrößern. Es gibt aber in jedem dieser CancerDB-Unterverzeichnisse für jede Applikationsform auch noch weitere Programme.
die Healing ABC heißen. Und die helfen mit Herxheimer Reaktion. Wenn es eine richtig schwere Herxheimer Reaktion ist, dann sollte man dieses Programm hier benutzen. Außerdem gibt es hier Schmerzprogramme für über Nacht, für lang anhaltenden Schmerz und für Schmerz, den man auch mal tagsüber mit einem kurzen Programm halt beeinflussen kann. Diese sind jetzt nicht obligatorisch in dem Programm von David Berg enthalten, aber sie können benutzt werden. Und da hängt es viel davon ab, wie man sich fühlt. So, gucken wir mal, was uns alles so Stress macht. Ich meine, wenn man da stundenlang am Tag isoliert neben dem Generator sitzt und sich da befelten lässt, das ist Stress, das ist lange Zeit, man ist isoliert. Man hat natürlich auch eine gewisse Angst, ist das alles richtig, was ich da mache? Ja. Und ich muss ehrlich sagen, so diese militaristisch-aggressive Sprache, die gerade in der Krebstherapie, egal von wem, allopathisch, schulmedizinisch oder von den Alternativen benutzt wird, ist so etwas, da habe ich so meine eigene philosophische Einstellung dazu. Ich finde, die ist einfach nicht gut. Aber wenn man halt fehlende professionelle Unterstützung, wenn man die nicht bekommt oder wenn die Familie einen nicht unterstützt, weil die alle sagen, wie, du machst so einen alternativen Kram da, das ist doch scheiße. Da weiß man ja gar nichts darüber, über die Krebstherapie, weiß man viel, was die Schulmedizin macht, ist aber auch nicht besser. Dann, wenn diese familiäre oder die Unterstützung im Freundeskreis fehlt, ist das schon mal eine Riesenbelastung. Ich versuche meinen Patienten immer beizubringen, denkt da mal nach, über den Sinn dieser Erkrankung. Das hat nämlich oft was mit der Psyche zu tun, mit Emotionen zu tun. Und wer die ganze Zeit isoliert im Kämmerchen sitzt und sich befelten lässt und an herxheimer Reaktionen leidet, da muss ich mich fragen, wo bleibt denn da der Spaß an der Freude? Ist das der Sinn des Lebens? Also, da kann man drüber diskutieren. Was man auf jeden Fall braucht, ist ein gutes Immunsystem. Das ist schon mal wichtig. Und da haben wir jetzt ein Riesenproblem, was sich in den letzten 4 Jahren gezeigt hat. Es gibt Leute, die haben Long-Covid, deren Immunsystem ist pausenlos damit beschäftigt, irgendwelche Coronaviren kaputt zu machen. So sind die Leute, die also eine Gentherapie bekommen haben. Die haben nämlich, was man allgemein bezeichnet als Spikopathie. Deren Körper produziert auch Jahre danach immer noch mal wieder in so Wellen viel Spike-Protein und dann ist natürlich das Immunsystem in Halb-Acht-Stellung und versucht, die halt eben aus dem Verkehr zu ziehen. Da ist es natürlich, da bleibt nicht mehr viel an Reserven übrig, um zum Beispiel bei einer Krebstherapie zu helfen. Also die sogenannten Ungeimpften oder die nie erkrankt waren, wenn die zusammenleben mit einem erkrankten oder sogenannten geimpften Partner, die haben da möglicherweise ein Problem, weil diese Spike-Proteine, die da produziert werden, die werden übertragen durch die Luft und durch Intimverkehr sowieso. Die kann man sich auch am Arbeitsplatz einfangen, wenn man da dicht bei dicht mit irgendwelchen Leuten zusammenarbeitet, die geimpft sind. Und dadurch erflammen dann alte Krebserkrankungen oftmals wieder auf. Und dann, weil das Immunsystem so beschäftigt ist mit anderen Sachen, wachsen diese Tumoren auch relativ schnell. Wer in so einer Situation ist, der sollte jetzt nicht seinen Partner verlassen, um Gottes Willen, aber der sollte halt eben sich mal überlegen, ob es nicht besser ist, dem Peter McCullough-Protokoll, was auch vom World Council for Health übernommen wurde, zu unterziehen und Nattokinase, 2000 Units zweimal am Tag, Bromelain 500 Milligramm einmal am Tag und Curcumin 500 Milligramm mindestens zweimal am Tag zu nehmen. Und das mal mindestens über 3 Monate, einfach um dem Immunsystem eine Chance zu geben,
mit diesen Spike-Proteinen besser fertig zu werden. Die Spike-Proteine werden immer noch produziert, aber sie werden schneller wieder abgebaut und damit hat man dann freie Valenzen des Immunsystems, um zu helfen. Und wer halt eben solche Sachen nicht machen will, kann sich auch überlegen, über die COVID-Programme, die auf Spooky drauf sind und auch Ivermectin-Programme halt eben mal laufen zu lassen, weil das sicherlich unterstützend wirkt. Ja, was hat man für Alternativen zum Cancer-Protokoll? Gut, es gibt ein paar Studien. Da sind also Ärzte, die im Cancer-Register geguckt haben, wer ist denn alles erkrankt und wie ist der Ausgang gewesen. Da ist mal einer Ärztin aufgefallen, dass in dem Cancer-Register zweier amerikanischer Staaten 3000 Leute gefehlt haben. Da wusste kein Arzt mehr, was mit denen los war. Die haben zwar eine Diagnose gekriegt, aber da stand kein Wort von Therapie, da wusste keiner, wie es denen geht, leben die noch und so weiter und so fort. Und die hat sich auf die Socken gemacht und hat die alle mal versucht aufzustöbern, hat aber noch 1.000, 2.000 gefunden, ich weiß nicht mehr genau die Zahl. Und hat die dann mal befragt, ja, was habt ihr denn für eine Therapie gemacht? Und da waren erstaunlich viele dabei gewesen, die keine Therapie gemacht haben. Und noch erstaunlicher war gewesen, wie die sich dann, manche haben sich da zu einer Nachuntersuchung bereit erklärt, die hatten aber auch keinen Krebs mehr. Also diese Selbstheilung ist auch möglich mit der richtigen Einstellung und mit ein paar anderen Sachen. Selbstliebe. Sanfte, aufmunternde Sprache ist eigentlich immer etwas, was ich oft vermisse, gerade in der Schulmedizin. Da wird keiner mal dazu aktiviert, mal mit sich selber ein bisschen anders umzugehen. Und in der Bibel steht schon am Anfang war das Wort, aber das ist eben das, was uns auch hilft, uns selber unsere Zukunft ein bisschen in eine positive Richtung zu beeinflussen. Sinnsuche, Meditieren, metabolische Erkrankungen, das sind so Stichworte, die schmeiße ich jetzt einfach hier mal so in den Raum, weil für jeden Patienten ist das natürlich anders. Das ist nicht für alle dasselbe. Deswegen, wer da gern mehr darüber wissen will, der kann mir eine E-Mail schreiben und wir können auch mal ein Zoom-Meeting machen, um das näher zu erklären. Aber das sind wichtige Aspekte, die ich zusätzlich zu irgendwelchen Therapien, sei es Spooky oder irgendwelche anderen Sachen, dringend empfehle, sich mal genau anzuschauen. So, soziale Kontakte, Hautkontakt, Sonne, Wald und Wasser, das sind alles Mediatoren, die einem helfen, aus wieder in Balance zu kommen. Aber mit dem Spooky kann man auch schon einiges tun. Man kann nämlich Healing Presets benutzen. Das sind harmonisierende Frequenzen, teilweise kurze Programme, die man jederzeit benutzen kann, die man auch mal, wenn man eine Therapiepause macht, benutzen kann. Erstens sind sie kurz und zweitens haben sie eine andere Wirkung. Und da eignen sich besonders die PEMF-Spule, der Laser und natürlich der Skalar, um solche Frequenzen abzustrahlen. Und es gibt also so einige Leute, die mit solchen Sachen genauso viel Erfolg haben wie andere mit dem Cancer-Protokoll. Und hier ist eine Liste dieser Frequenzen, die teilweise sehr abenteuerliche Namen haben, die sind aber alle in der Liste zu finden der Programme. Und die würde ich mir mal anschauen als Betroffener und gucken, ob da nicht was dabei ist, was hilfreich sein könnte. So, ja, wie gesagt, ich bin bereit, halt mit jedem individuell zu sprechen. Und wer das gerne wahrnehmen möchte, ich mache das momentan noch auf Spendenbasis,
Schreibe mir bitte eine E-Mail. Und dann können wir ein Zoom-Treffen vereinbaren oder das auch schriftlich machen. Hier ist meine WhatsApp-Nummer, da kann man mich drauf erreichen. Und wer gerne diese Folien als PDF-Datei haben möchte, der schreibe mir bitte. Und ich bin natürlich auch immer wieder interessiert an weiteren Themen für Webinare. Wo brauchen Patienten Hilfe, um das Beste aus diesen Geräten rauszuholen? Also könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ja, danke fürs Zuhören und ich schaue mal nach, was für Fragen da sind. Und dann versuche ich die zu beantworten. Jetzt muss ich aber erstmal hier raus.